willkommen zur fünften Folge der Community-Karriere. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Martin ist völlig außer Form. Benny hat sein erstes Saisontor erzielt. Und wir hatten, stand auch gerade in den News, einen Überraschungssieg. Wir konnten Unterharing mit 1:0 besiegen. Ich meine tatsächlich auch der 1:0-Sieg unter den drei, die wir hier errungen haben. Sind das erste Mal jetzt weg von Platz 19 und 20, sind jetzt auf einem stolzen 18. Tabellenplatz. Und mal schauen, was diese Folge alles geht. Es beginnt erstmal gegen Ingolstadt. Da haben wir letzte Folge ja schon nachgeschaut. Die sind 8er, mittlerweile sogar hinter Dresden. Also wie Dresden sich jetzt wieder hochgearbeitet hat, ist echt bewundernswert. Das erste Game der heutigen Folge gegen die Schanzer. Mal schauen, was wir hier holen können. Ingolstadt sollte man nie unterschätzen. Lauf gleich mal ein paar Meter. Guck mal, da ist ordentlich Platz. Oh, was machst du? Was machst du denn? Bryson, was war das denn? Flubi muss hin. Durch beide durchgespielt. Deichmann. Deichmann 1:0. Was in Gottes Namen war das? Ich weiß gar nicht, auf wen das Ding zuerst geht. Auf Bryson oder auf Ace. Es war auf jeden Fall von beiden bodenlos schlecht. Also wirklich, da hast du zwei Kandidaten, die du aussortieren kannst. Und gerade noch vor dem Game gemeint, ich habe vergessen, die Torhüter zu tauschen. Ja, das war mal stark gespielt. Das war mal ein starker Doppelpass. In die Mitte, Martin geht. Oh, mein Spire, zu weit von Martin. Oh, Moisty nochmal. Moisty. Martin. Mit links. Oh Gott. Jungs, das war mal eine gute Aktion. Wir kommen wieder vor. Alles gut, die Musik ist auch gerade aufbauen und motivieren. Moisty geht vorbei am Gegenspieler. Mit der Hacke nochmal zurück. Ne, das ist Moisty. Moisty, oh, dann steht Julius im Weg. Digga, Julius, ich suspendiere dich. Wie kann man denn so ein Imposter sein? Kriegt nichts hin alleine und dann blockiert er noch die Schüsse des eigenen Mitspielers. Wir verlieren 1:0 in Ingolstadt. Und das wieder nicht, weil Ingolstadt die bessere Mannschaft ist, sondern weil Dresden und Aston beide einen kompletten Blackout haben. Und vorne wir mit Julius den 31er Imposter eingewechselt haben. Hier, Ziele sind gefährdet. Sowas muss ich dann nämlich immer lesen. Inspire ist verletzt. Fällt 3 Monate aus, gebrochener See. Oh nein. Oh nein, Inspire, RIP. Tabelle, wir sind wieder 19. Oh, das war's, das geht schon wieder gegen Dresden. Ah ne, wir haben noch nicht gegen Dresden gespielt, ne? Fuck, es ist das Game. Dresden ist unser Rivale. Scheiß auf Auge, scheiß auf RB Leipzig. Dynamo Dresden ist der Feind. Haben wir hier the next international Dennis Cech Superstar. Ist 1 Million wert, nehmen wir mit. Hat mehr Marktwert als die Hälfte von euch. Und den Kollegen Vorstand haben wir auch glücklich gemacht. Tschüss, der hat einfach ein 61er Rating. Real Talk, das ist unser bester Außenverteidiger. Wollen wir den instant hochziehen? Das Stadion ist proppevoll vom FCM. 10.000 sind da. Und alle sind gespannt auf das erste Aufeinandertreffen in der dritten Liga zwischen den beiden Rivalen. FC Moisty und Dynamo Dresden. Loki, guter Ball auf René und Lewald. Zeig direkt mal, dass das hier kein angenehmes Spiel wird. Ball abgefangen, Tom stark gemacht. René nimmt David mit und David, oh, lässt die Chance liegen und René ist zur Stelle und wir führen im Derby 1:0 nach 9 Minuten. Erst wieder die schlechte Chancenverwertung und dann ist René goldrichtig. Er ist ja jetzt nur in der Startaufstellung, weil Inspire verletzt ist. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Boah, Luca, wo rennst denn du hin? Wo rennst du denn rum, Mann? Und Dresden kommt in den Strafraum. Abschluss. Einfach mal aus Spitzenwinkel. Aber Novak will die Nummer 1 werden beim FCM. Scheiße, warum kommen wir da nicht ran? Warum kommen wir hier nicht an den Ball? Kein Abseits. Kein Abseits gehalten, Novak. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Luca haut ihn um. Gelbe Karte für die Nummer 8 des FC Moisty und das Game bekommt so langsam alles, was ein Derby braucht. Der Stürmer läuft an. Novak, der 16-jährige Tscheche, kann sich hier ganz groß machen. Gegen Kutschke und hält den Elfmeter. Der FC Moisty hält weiter in die Null, auch bis in die Halbzeit. Novak, mein Daddy. Jawohl, Timo mal mit einem Statement. Dresden spielt sicher über Paul Will. Hermann. Fehlpass und David gewinnt den Kopfball. Und Timo nimmt sich mal. Oh Gott. Der fasst sich mal ans Herz und Broll darf sich auch mal auszeichnen hinten drin. So, René flankt ihn rein. Oh, sie. Flubi steht bereit. Tom nimmt sich den Kopfball.
haut das Ding an die Latte. Und so langsam darf das Zittern bei Dresden beginnen. Denn der FCM ist klar besser. Holt sich den Ball nochmal. Ja. Verteidiger fällt um. Es gibt nochmal den Abschluss. Und Novak in der 95. wieder mit der Parade. Flanke kommt und geklärt wieder von Novak. Nochmal die Möglichkeit. Tom haut ihn hinten raus. Und der Schiri pfeift ab. Das Derby aller Sachsen geht an den FC Moisty, die hier den nächsten zu 0-Sieg einfahren und die Dresdner in die Knie zwingen. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey. Alter, ich will den Mann vom Thumbnail. So, Tom, erste Frage. Einfach nur mal so Ihre Einschätzung zur Torwartleistung von Novak. Er ist ein Weltspieler, also wirklich. Und über unsere Torwartleistung kann man ja streiten, wie die anderen sind. Aber Novak für sein Alter, Weltklasse. Es hat zum Sieg gereicht, auch ohne Stammstürmer in Zweier. Kommt das Team jetzt auch künftig ohne ihn aus? Ja, also wir haben einen sehr guten Ersatz mit René. Aber in Spire ist in unseren Herzen und auf dem Mannschaftsfoto, also auf dem Siegerfoto, ist das Trikot da. Warum hat denn Julius eigentlich keine weitere Chance bekommen? Ja, das kann nur der Trainerstab selber sagen. Aber ja, warum diskutieren wir hier jetzt über sowas? Wir haben Derby gewonnen. Okay, gut, danke. Feiern Sie schön. Oh, bitte. Novak, Patrick Novak. Zum Spieler des Tages gewählt. Der aus dem Nachwuchs des Clubs stammende Patrick Novak musste lange auf seinen ersten Einsatz bei den Profis warten. Doch nun gab ihm die Trainerin seine Chance. War nicht mal sein erster Einsatz. Im Interview erwies er sich dann schon als echter Profi. Ich muss geduldig bleiben, sagte er nach dem Schlusspfiff. Meine ganze Karriere liegt ja noch vor mir. Ich vertraue voll und ganz den Entscheidungen der Trainerin. Das ist ein Vorzeigeschüler. 16 Jahre jung, Keeper, setzt sich gegen 3 weitere durch. Hält einen Elfmeter im Derby, hält die Null im Derby und sagt im Interview noch, ich vertraue der Trainerin. Kann ich nichts hinzufügen, er ist einfach eine 11 von 10. Ich würde ihn gerne adoptieren, bin ich ehrlich. Ein Derby verliert man nicht, sehr starke Leistung von der Mannschaft, wir sind komplett zufrieden mit der Leistung. Derby-Sieger, Hashtag FC Moisty. Jungs, wir sind wieder geklettert, wir sind ja 17. Mensch, was ist denn hier los? Und Duisburg ist 14. Das ist ja nichts, das sind 3 Punkte, wir könnten mit denen gleichziehen. Und Dresden auf die 9 befördert, ja, siehste mal, leck dich nicht mit dem FC Moisty an. Nächstes Game gegen die Zebras aus Duisburg. Und dann mal schauen, wie sieht denn die Wetter aus? Wetter war wieder, halten wir die 0? Alter, die haben geile Stadion, ne? Holy shit, die haben richtig gute Stadion. Ja, ist wieder, okay, die meisten Sirups wurden auf Ja gesetzt, wir halten die 0. Loki. Ja, Druck drauf und Loki, rübergelegt das Ding und Benny mit dem 1:0, wir führen in Duisburg, Halleluja, schöne Balleroberung von Loki und René, meine ich, dann noch die Übersicht und Benny endlich mal mit einem eiskalten Abschluss, 2. Saisontor, schönes Ding und Loki lauft. Flacher Ball in die Mitte, René nochmal und Benny, Doppelpack. Was für ein Traumtor. Junge, haben wir gezaubert oder haben wir gezaubert? Starker Ball in die Mitte und was für eine Vorlage von René. Der blüht ja jetzt richtig auf. Und zu Benny müssen wir nichts mehr sagen. 2 Schüsse, 2 Tore, der Mann. Der erste Spieler des FC Moisty, der einen Doppelpack in der 3. Liga erzielt. Benny, Flanke rein, René, der kleine Mann und dann Abschluss von Martino. Ich dachte, der ist drin. Und Loki läuft wieder und sein Verteidiger macht das nicht mehr lange mit. Der macht das nicht mehr lange mit. Fleckenstein schon eher. Aber den schickt er einfach rutschen. Loki, jetzt hat er Bock. Nochmal abgelegt. Martino, wohin mit dir? Wohin? Ball in die Mitte, wieder geklärt von Ossi. Der hat heute eine richtig starke Stellung gespielt. Julius jetzt auch verletzt. Der 2. verletzte Spieler schon beim FC Moisty. Aber Benny jetzt erstmal auf dem Weg zum Hattrick. Benny scheitert und Moisty ist da. 3:0. 84. Minute. Putz. Oh, und jetzt Duisburg nochmal unter Druck und dann ist Schluss. 3:0 Sieg. Der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte. Auswärts in Duisburg. Die Malle Leila immer noch mit der kurzen Hose unterwegs. Benny ist so bereit. Benny ist so ready. Holy shit, bist du ready. Hi. Super Leistung von Benny heute. Ihr Kommentar. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war ein sehr schönes Spiel. Ja, es war insgesamt eine sehr tolle Leistung von uns allen. 3:0, der höchste Vereinssieg in der Geschichte.
Wie fühlt man sich danach? Ja, man fühlt sich natürlich grandios, vor allem wenn man nachdenkt, dass das dritte Tor beinahe auf meiner Kappe ging. Damit wäre es mein Hattrick gewesen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich so eine indirekte Vorlage machen konnte. wir waren einfach besser vorbereitet als die Gegner. Wir waren einfach entschlossener. Und alles, was zählt, ist im Endeffekt der Sieg. Kann der FC Meusten jetzt öfter mal solche Ergebnisse abliefern? Es ist ja gerade ein klarer Aufwärtstrend tatsächlich zu erkennen. Ja, das stimmt. Wir versuchen natürlich immer da zu sein im Spielfeld und immer so eine krasse Leistung zu bringen. Okay, gut, danke. Viel Erfolg. Gerne, dankeschön. Junge, Benny erzielt Doppelpack. Alter, ist da die Befreiung zu sehen. Der Mann ist so glücklich. Der ist so glücklich. Jungs, wir sind 15. Wir klettern und die Tordifferenz wird auch besser. Ja, wir haben einfach 10 Tore schon geschossen. Aue ist auf der 1. Ach, hör mir auf. Hör mir auf. Oh mein Gott, wisst ihr, was wir nicht mehr gemacht haben die ganze Zeit? Wie geht's denn eigentlich Umweg in der Europa League? Oh, noch eins. Oh, er ist letzter mit einem Punkt. Oh, shit, Umweg. Gegen Toulouse verloren, 1-1 gegen Lask, gegen Liverpool 2-1 verloren, alles knapp. Na gut, dann 3-0 gegen Liverpool verloren. Scheiße, der Mann ist raus, da geht's nur noch in die Conference League, wenn er das überhaupt schafft. Und jetzt gegen Mannheim, die sind auch krass. Scheiße, die sind krass, fuck, wo sind die? Oh, die sind Dritter, Mann, die haben erst 3 Games verloren aus 14 Spielen. Das Team ist in den letzten Wochen wirklich gut zusammengewachsen. Ich glaube, die zusätzlichen Trainer haben uns gut getan, sodass wir uns mehr auf Fußball konzentrieren. Weiter so, Jungs, dann bleiben wir in Liga 3. Und er schreibt auch noch, Flumi, schreibt doch, ich darf euch verkünden, dass ich meine Alkoholprobleme was in den Griff bekommen habe. Das ist jetzt schade. Die Suchtbearbeitung ist abgeschlossen und ich bin clean. Darauf erstmal ein Bier mit meinen Mannschaftskollegen. Oh, bitte werd nicht rückfällig, bitte. Also nächstes Game. Benny Santa Cruz erzielt im letzten Game einen Doppelpack. Jetzt geht es gegen Waldhof Mannheim, Tabellenplatz 3. Es ist das letzte Game für die heutige Folge. Mal schauen, ob wir nach diesem 3-0 Erfolg zuletzt jetzt nochmal zumindest eine Unentschieden mitnehmen können, denn gegen Mannheim wäre das ja schon mal ein Riesending. Tom, oh, an dem Pfosten! Das hast du so gesehen, wie er da sich das Eck ausguckt. Und Benny, Jonas ist mit, den nimmt er auch. Jonas, Flanke, super! Und der Kopfball von Matti, rein ins Glück! Wir führen schon wieder! Jonas mit der Vorlage! Punkt genau auf den Kopf von unserem ZOM. Oh, Jonas. Ach, guck mal, wie locker das macht. Ich liebe Jonas. Oh Gott. Oh, Grätsche kommt zu spät. Abstoß und Novak ist schon wieder zur Stelle. Dieser Mann will ein ganz großer werden. Oh, wieder Novak. Ich liebe den Mann. Tom. Matteo. Und da ist Platz da. Da ist Platz da. Matteo mit links zum 2-0. Jetzt wird's aber auch richtig gut, wie wir spielen. Matteo mit seinem ersten Tor als Profi. Die Nummer 17 auf dem Rücken. Macht hier wahrscheinlich alles klar. Und René holt sich nochmal den Ball. Bringt nichts mehr. Game ist vorbei. 2-0. Gewonnen. Gegen den Tabellendritten Waldhof Mannheim. Was eine klare Angelegenheit. Jungs, ich glaube, die Wende ist jetzt endgültig da. Wir sind auf dem Weg nach oben. So, Fluppi, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Also, die Vorzeichen standen ja nicht gerade auf Sieg. Jetzt haben Sie aber trotzdem den Sieg errungen. Hätten Sie damit gerechnet? Ja, tatsächlich ja. Das Mannschaftsgefüge, was jetzt in den letzten Wochen so da ist, hat sich weitestgehend verbessert. Wir konzentrieren uns auf unser Fußball und es läuft gerade. Deswegen habe ich auch mit diesem Sieg gerechnet. Jetzt haben sie sogar den Tabellendritten besiegt. Die meisten Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte sind ja schon gespielt, die Partien. Jetzt geht's gegen Schwächere. Denken Sie, da geht's weiter mit solchen Ergebnissen? Ja, das wird dann die ganze Zeit 5-0, 6-0 ausgehen, würde ich davon ausgehen, ja. Ach so, so ein selbstbewusstes Statement nehmen wir doch gerne an. So, nach den 2 FC Meusti-Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus Ihrer Sicht auch anders ausgehen können? Sag mal, du hast jetzt 90 Minuten Zeit gehabt, mir
drei Fragen auszusuchen, ne? Und dann stellst du solche drei Scheißfragen. Okay, danke für Ihre Zeit. Ja, kein Thema. Also, Ende November sieht die Tabelle so aus, wir sind 14. Das ist übelst geil. Wir haben auf einmal 18 Punkte und wissen selbst nicht so richtig, wohin damit. Also, wo wir die eigentlich hergeholt haben. Ich meine, guck dir mal unsere Tordifferenz an. Wir haben immer noch die schlechteste Tordifferenz in der kompletten Liga, Mann. Aber Dresden ist halt nur noch 2 Plätze und 1 Punkt entfernt. Junge, wir haben Dresden so in die Krise geschickt. Holy moly. Ja, Aue grüßt immer noch vor der Tabellenspitze, aber das braucht uns erstmal nicht interessieren, solange wir uns fangen und irgendwie vielleicht in den einstelligen Tabellenplatz reinrutschen, das wäre schon mal ein Riesenerfolg. Wir schauen noch mal kurz auf die internen Statistiken, wie es denn aussieht. Also hier sind das mal René und Benny weiterhin die beiden Topscorer bei uns. Tommy jetzt auch schon 2 Vorlagen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der Mann ackert. Jonas mit einer Vorlage. Die Leute tauen alle langsam auf. Wenn wir gerade mal auf die ausgeliehenen Spieler schauen, auch da sehen wir eine gewisse Entwicklung, gerade bei Daniel und Umweg. Ist das definitiv nicht zu verachten. Julian geht auch wieder hoch und Sascha ist auch nochmal eins hochgegangen bei Tirol. Für die nächste Folge, da gehen wir dann rein in den Dezember, da erwarten uns mal 3 Games und dann sind wir auch schon in der Wintertransferperiode angelangt, haben wir erstmal ein paar Wochen eine Pause. Bedeutet, wir können uns um die ausgeliehenen Spieler kümmern, Spieler, die noch ausgeliehen werden wollen und unsere Jugend, die können wir dann gerne mal mit ins Boot reinholen. Die Jungs machen auf Twitch natürlich mit mir weiter, gehen hier in die nächste Folge rein. Ansonsten für die Leute auf YouTube jetzt, nächste Folge kommt dann wieder in 2 Tagen, sprich Montag, Mittwoch, Freitag, so wie es jetzt begonnen hat. So wird es auch fortgeführt. Und ich würde mal behaupten, wer es noch nicht gemacht hat, gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaft schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.